Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder eine Buchvorstellung für euch und zwar soll es heute um Cat und Cole, die letzte Generation von Emily Zoraida gehen und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Allererstes erstmal wie immer vorweg, ich habe dieses Buch netterweise zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal, dass ich dieses Buch lesen durfte. Ich habe mich sehr, sehr, sehr darüber gefreut und ja, jetzt würde ich sagen, starten wir wie immer mit dem Inhalt. Bevor ich jetzt hier richtig zum Inhalt komme, möchte ich erst noch mal ganz kurz was zu dieser Welt erzählen, in der dieses Buch spielt, denn das ist eine sehr, sehr komplexe Welt. Also wir befinden uns hier in einer Zukunft, in der Mensch und Maschine quasi verschmolzen ist. Jeder Mensch trägt ein Panel in sich. Dieses Panel wird bei jedem Menschen hier im Unterarm bei der Geburt eingepflanzt und dieses Panel wächst dann quasi mit den Menschen heran. Und durch dieses Panel, was der Mensch im Arm hat, kann er in Virtual Reality Welten eintauchen, ohne dass er dafür eine Brille braucht. Er kann sich selber heilen, weil es bestimmte Kodierungen und Tags gibt, womit man sich selber heilen kann, wenn man verletzt ist. Wenn man sich schneidet, dann gibt es so kleine Nanobots, die die Wunden sofort wieder verschließen. Man kann bestimmte Dinge an sich modifizieren, man kann Schönheitsmakel entfernen und man kann ganz, ganz viele krasse Sachen machen mit diesem Panel. Und es gibt in dieser Welt natürlich die normalen Menschen, dann gibt es natürlich Hacker und dann gibt es Kodierer und Wissenschaftler, die sich damit natürlich richtig gut auskennen. Und diese Welt, in der die Geschichte spielt, befindet sich aber gerade quasi in so einer kleinen Apokalypse. Wie möchte man das bezeichnen? Es ist ein Virus ausgebrochen, ein richtig, richtig tödlicher Virus, der mit diesen Panels nicht geheilt werden kann. Jeder Forscher und Wissenschaftler ist gerade dran, ein Antivirus zu entwickeln und das zu kodieren, dass man das jedem Menschen zur Verfügung stellen kann, dass diese Seuche geheilt wird. Denn wenn man sich infiziert mit dieser Seuche, ist man innerhalb von 14 Tagen tot. Und ja, die Ansteckungsgefahr ist halt natürlich sehr, sehr groß. Und zu Beginn unserer Geschichte in dieser postapokalyptischen Welt treffen wir auf Cat. Und Cat ist die Tochter des berühmten Wissenschaftlers und Genetikers Lachlan Egerton und ihr Vater hat an einem Heilmittel für diesen Virus gearbeitet. Es ist so, dass ihr Vater vor 2 Jahren entführt wurde von einer ganz, ganz großen Firma, die quasi das Monopol über diese Panels hat. Der Name dieser Firma ist Zartarux. Ich weiß jetzt nicht, wie man das richtig ausspricht. Auf jeden Fall haben die Cats Vater entführt und Cat ist nun auf sich allein gestellt. Denn das Letzte, was ihr Vater zu ihr gesagt hat, ist, sie dürfen dich niemals kriegen. Cat weiß nicht, warum er das zu ihr gesagt hat. Cat ist eine geniale Hackerin und sie versteht die Arbeit ihres Vaters wie kein anderer, aber sie kann sich halt selber keinen Reim darauf machen, warum diese Firma so gefährlich für sie ist. Und sie hört aber auf ihren Vater und hält sich von dieser Firma fern und lebt sehr, sehr abgeschottet in den Bergen und versucht selber irgendwie Dinge zu erforschen und zu verstehen. Nachdem Cat nun 2 Jahre in dieser Einsamkeit gelebt hat, begegnet sie Cole. Und Cole überbringt ihr die Nachricht, dass ihr Vater gestorben ist und dass er ein Heilmittel hinterlassen hat, welches aber nur von ihr entschlüsselt werden kann. Und so kommt es, dass Cat und Cole gemeinsam versuchen, den Code von Cats totem Vater zu entschlüsseln und herauszufinden, warum er ihn überhaupt verschlüsselt hat und was da alles noch da dahinter steckt. Die beiden merken sehr, sehr schnell, dass da noch sehr, sehr viel im Argen liegt und dass da noch sehr, sehr viel ist, was die beiden nicht wissen, was Katharinas Vater dort veranstaltet hat. Im Buch gilt es im Endeffekt herauszufinden, warum der Vater von Cat diesen Code, der die Menschheit retten kann, warum er diesen so schlimm verschlüsselt hat, warum nur Cat ihn dechiffrieren kann und was da alles noch da dahinter steht und was da noch für Geheimnisse sind, die aufgedeckt werden müssen. Und ja, das ist es halt so, worum es im Großen und Ganzen geht. Ich musste jetzt echt ausholen, weil dieses Buch ist wirklich sehr umfassend. Also das ist jetzt keine 0815-Geschichte, wie man sie vielleicht auch schon 1000-mal gelesen hat. Ich muss sagen, dass mir die Handlung von dem Buch richtig gut gefallen hat. Ich fand allein die Idee dieser Seuche, dieser Virus, die fand ich einfach so unglaublich gut, weil das mal ein komplett anderer Ansatz war, wie diese standardmäßigen Zombie-Seuchen. Also die Menschen verwandeln sich schon in so eine Art Zombie, aber da steckt noch so viel mehr da dahinter und das war einfach so gut, das zu lesen. Ich möchte jetzt hier einfach nicht zu viel verraten und ich fand es einfach ganz, ganz toll. Also allein die Idee mit dieser Seuche fand ich schon mega gut. Und auch diese Idee, dass jeder Mensch so ein Panel in sich trägt, mit dem er sich selber heilen kann, mit dem er bestimmte Sachen modifizieren kann und mit dem man auch Virtual Reality gucken kann, ohne Brille und all solche Sachen. Also das fand ich auch wirklich ganz, ganz toll. Also der Ansatz der Geschichte, die Grundidee dieser Geschichte und der Verlauf der Geschichte, das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen. Also ich fand das ganz, ganz toll. Und ich habe am Anfang auch nicht gewusst, ob das jetzt ein Einzelband ist oder eine Reihe. Es wird definitiv
definitiv eine Reihe. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine Dilogie oder eine Trilogie wird, aber das ist auf jeden Fall der erste Teil. Also es wird definitiv noch eine Fortsetzung geben, weil am Ende sind auch noch so mega viele Fragen offen geblieben. Da ist so viel noch im Raum, was geklärt werden muss, wo man noch nicht weiß, warum, wieso, weshalb, was jetzt genau da dahinter steckt. Also das ist einfach der Wahnsinn. Also die Geschichte ist wirklich richtig gut aufgebaut und man hat hier immer wieder Wendungen drin, die man auch nicht kommen sieht. Auf den letzten 75 Seiten wird alles nochmal über den Haufen geworfen und auf den Kopf gestellt und das hat mir so mega gut gefallen. Also ich dachte echt so beim Lesen, so auf den letzten 100 Seiten, okay, das ist jetzt alles eigentlich relativ klar, was jetzt los ist, was jetzt passieren wird und dann so bam, kommt wieder etwas, womit man absolut nicht gerechnet hat und der ganze Kram wird wieder über den Haufen geschmissen und das fand ich so richtig gut, das hat mir so mega gut gefallen und ja, also was die Handlung betrifft, kann ich sagen, top, hat mir mega, mega gut gefallen. Was mir aber in diesem Buch nicht gut gefallen hat, war der technische Aspekt. Die Autorin hat versucht, alles bis ins kleinste Detail zu erklären und zu erörtern, dass man auch das Ganze versteht mit diesen Panels, mit diesen Codierungen, auch mit dieser ganzen Genetik, die in diesem Buch drin vorkommt und die Autorin hat es wirklich gut gemeint und hat wirklich versucht, dir sehr, sehr viel zu erklären und dir sehr, sehr viel zu vermitteln, dass es für dich auch alles, also dass das für dich als Leser, also für mich jetzt auch, dass es einfach logisch wird. Aber dadurch verliert sich streckenweise die Geschichte einfach und man liest wirklich nur noch irgendwelche technischen Sachen, das 2-3 Seiten lang, wo man dann so denkt so, was interessiert mich das jetzt? Das interessiert mich nicht, ich will wissen, wie die Geschichte weitergeht. Also das ist für mich halt hier wirklich so ein großer Minuspunkt in dem Buch, weil das zieht sich von Anfang bis Ende richtig komplett durch diese ganzen technischen Aspekte. Am Anfang denkt man noch, okay, die Autorin muss das einem ja erklären, das ist okay, dass das da steht, dann stört das einen auch nicht. Aber spätestens nach der Hälfte denkt man sich so, lass es doch jetzt einfach gut sein. Hör auf mit diesem ganzen technischen Scheiß. Ich verstehe im Groben, was du meinst und das reicht. Also für mich ist es so, wenn mir der Autor einmal was erklärt und das auch nur im Ansatz erklärt, dann ist das für mich okay. Ich muss nicht alles bis ins kleinste Detail erörtert wissen, was da genau vor sich geht. Also ich bin jetzt so ein Mensch, ich brauche das persönlich nicht. Es mag sicherlich Leute geben, die das alles wirklich bis ins kleinste Detail wissen wollen. Ich gehöre jetzt nicht zur Fraktion, deswegen war das, was diese technische Seite in diesem Buch betrifft, alles wirklich einfach nur noch sehr, sehr anstrengend beim Lesen, weil es einen halt auch wirklich immer aus der Geschichte wieder gerissen hat. Also du hast gelesen, du warst gerade voll im Lesefluss drin und auf einmal kommt wieder 2 Seiten irgendwelche technische Erklärungen über Codes und Tags und Panels und wie was funktioniert und du denkst ja, so genau muss ich es nun weiß Gott nicht wissen. Also das war wirklich das, was mich bei dem Buch richtig gestört hat und genervt hat, was ich echt schade finde. Ich möchte aber trotz allem wissen, wie es weitergeht. Ich möchte wissen, was jetzt noch passiert, was noch so da dahinter steckt, weil die Geschichte wirklich richtig gut ist. Deswegen möchte ich auf jeden Fall den zweiten Teil lesen. Ich hoffe aber auch einfach, dass die Autorin sich was diesen ganzen technischen Kram da ein ganzes Stück zurücknimmt und das nicht mehr ganz so viel ist. Ansonsten, was die Charaktere betrifft, kann ich sagen, dass mir unsere Protagonistin Kat richtig, richtig gut gefallen hat. Sie macht eine ganz, ganz tolle Entwicklung durch in diesem Buch und sie weiß am Ende auch nicht mehr wirklich noch ein, noch aus, was das Ganze auch nochmal für die Fortsetzung sehr, sehr spannend macht, finde ich. Also man weiß am Ende wirklich nicht mehr wirklich viel und man weiß am Ende nicht mehr wirklich, was als nächstes passiert und was jetzt los ist und sowas mag ich total. Ich finde Kat als Protagonistin ganz, ganz toll. Was Cole betrifft, was ja Kats Gegenpart ist, muss ich sagen, dass auch Cole mir sehr, sehr gut gefallen hat. Cole ist so der typische Beschützer. Er ist der große Krieger, der auf Kat aufpasst und der ihr an der Seite steht und ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass sich zwischen den beiden so ein bisschen so eine Liebesgeschichte entspinnt. Es ist aber nicht so, dass diese Liebesgeschichte hier sehr, sehr dominant im Vordergrund steht. Sie ist da und das ist auch okay, aber sie übernimmt jetzt nicht quasi die Geschichte oder so. Also das hat mir auch gut gefallen. Was die Nebencharaktere in diesem Buch betrifft, finde ich, dass die ihre Rollen sehr, sehr gut gespielt haben. Es war von Anfang an nicht alles sehr, sehr durchsichtig, was die Nebencharaktere betraf und das fand ich gut. Also man hat so peu à peu immer mehr über die Charaktere erfahren und man war teilweise schon entsetzt, was bei manchen Charakteren so da dahinter steht und man hat sich dann so zwischendrin gedacht, so nein, das hätte ich von diesem Charakter einfach niemals erwartet, dass das so ist und das fand ich wirklich gut. Also was die Charaktere betrifft, kann ich mich nicht beschweren, war top, war gut, hat mir richtig gut gefallen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es mit Kat und Cole und den ganzen anderen im zweiten Teil weitergeht. Was das Setting betrifft, hatte ich ja schon gesagt, wir befinden uns hier so ein bisschen so mitten in der Apokalypse. Also es ist ein Virus ausgebrochen, der die Menschen so ein bisschen in Zombies verwandelt und die Menschheit umbringt. Ganz, ganz viele Menschen leben unter der Erde in solchen Bunkern inzwischen und gehen halt nicht mehr raus, weil sie Angst haben, sich anzustecken. Also es ist schon für mich so ein apokalyptisches Szenario gewesen, was ich gut fand.
Deutschland. Ein ganz, ganz großer Teil der Geschichte spielt in den Bergen, in den Wäldern und in so Minen. Und das fand ich gut. Also ich fand auch die Szenenbeschreibungen gut. Also was das Setting drum und dran betrifft, hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Ich konnte mir das alles sehr gut vorstellen. Ich konnte mich da gut reinversetzen, auch bei den Szenen, bei den Interaktionen. Hat mir keine Probleme bereitet, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und kommen wir last but not least zum Schreibstil von Emily Zoveda. Und hier kann ich nur sagen, dass es ein sehr, sehr technischer Schreibstil ist. Also die technischen Aspekte in der Geschichte überwiegen hier schon. Ansonsten ist es ein Jugendbuch-Schreibstil, der jetzt nicht ganz so einfach ist. Also ich finde, dieser Schreibstil ist schon ein bisschen komplexer. Es sind jetzt nicht ganz so einfach strukturierte Sätze, was ich aber überhaupt nicht schlimm finde, weil ich finde, es passt sehr gut zur Thematik und es lässt sich trotz allem nicht schwer lesen. Also wenn man im Lesefluss drin ist, finde ich, hat es sich super schnell lesen lassen und wie gesagt, bis auf diese technischen Sachen, wo man dann so ein bisschen wieder aus dem Lesefluss gerissen wurde, weil jetzt halt gerade wieder zwei Seiten Erklärungen kamen zur Genetik und Kodierung und keine Ahnung was. Und ja, ansonsten ist der Schreibstil sehr actionreich, er ist ein bisschen romantisch und er ist halt, wie gesagt, sehr, sehr technisch. Und ich denke, das muss man auch ein bisschen mögen. Aber im Großen und Ganzen kann ich wirklich nur sagen, dass sich die Geschichte gut lesen lässt. Es ist verständlich, auch wie gesagt, wenn diese ganzen technischen Sachen sehr, sehr viel sind, versucht die Autorin uns ja wirklich damit nur zu helfen und uns zu erklären, was da genau los ist. Mehr kann ich zu diesem Buch eigentlich auch nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass das Cover hier noch eine Bedeutung hat. Also wenn ihr dieses Buch lest, werdet ihr dieses Cover auf jeden Fall verstehen. Und das finde ich richtig cool. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, außer dass Cat & Cole ein richtig cooles Buch ist, was man auf jeden Fall lesen soll. Man muss allerdings schon so ein bisschen dieses Technische mögen. Also das sollte ich an dieser Stelle auf jeden Fall sagen. Also man sollte so ein bisschen Science Fiction mögen oder man sollte damit auf jeden Fall keine Schwierigkeiten haben und man sollte natürlich so ein bisschen apokalyptische Endzeitgeschichten mögen. Niki und ich haben übrigens überlegt, was dieses Buch für ein Genre sein könnte. Wir haben uns auf Endzeit-Science-Fiction geeinigt, weil es ja nicht richtig postapokalyptisch ist, weil die Apokalypse ist ja gerade noch im vollen Gange und es ist ja auch nicht richtig nur Science-Fiction, sondern es ist so Science-Fiction in unserer Welt, so ein bisschen in der Zukunft nur. Also wir haben uns jetzt auf Endzeit-Science-Fiction geeinigt, weil Dystopie ist es auch nicht wirklich. Also ja, das war unsere Genre-Vorgabe. Wenn ihr das Buch schon gelesen habt, in welches Genre würdet ihr das denn stecken? Erzählt mir das mal. Ansonsten kann ich euch nur sagen, dass man Cat & Cole auf jeden Fall lesen sollte, wenn man Bock auf so eine Geschichte hat und ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Das war meine Buchvorstellung zu Cat & Cole, die letzte Generation und wie immer gilt, wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.